Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Sims 4 mit unserem Uni-Haushalt. Und ich habe natürlich das vergessen, dass wir doch in den Urlaub fahren wollten. Und jetzt ist halt Jack, hat sich nochmal eingeschrieben in die Uni natürlich. Och man, dann geh doch auf der Seite duschen. Meine Güte, stellt euch doch mal nicht so an. Jedenfalls hat sich Jack da nochmal eingeschrieben und jetzt können wir keinen Urlaub machen, weil Gründe, ne? Weil er halt Unikurs hat und nicht einfach sich aus dem Staub machen kann. Ja, hätte ich das vielleicht früher nochmal dran denken sollen, ne? So, wie viel hat es dir denn jetzt gebracht? Schauspiel Stufe 2, cool. Daran können wir auf jeden Fall mal festhalten, dass wir so auf jeden Fall die Fähigkeiten aufgelevelt kriegen. Wie wäre es, wenn du ein bisschen Abendessen zauberst? Und zwar Brathähnchen. Und du hast keinen Spaß, ja, woher auch? Dann guck doch den Comedy-Kanal. Dann hast du mal wieder Spaß. Und dann musst du noch etwas verbessern. Und dafür würde ich gern die Dusche dann verwenden. Und zwar als selbstreinigende Wandbeschichtung. Also. Och man, langsam. Langsam ist wirklich mal gut, ne? Und was willst du jetzt hier? Getränk holen? Ja, natürlich. Ja, dann mach doch auch was. Ach, du kochst ja auch. Ach Mann, ich bin vielleicht auch hohl. Ja, dann musst du halt ohne Techtelmechtel mal klarkommen. Wie wär's den aktuellen Kanal schauen? Also heute ist es ein bisschen anstrengend noch. Aber es ist machbar, denke ich. Was macht denn die Kleine? Du, meine Liebe, könntest mal schnell duschen gehen. Dann holst du dir ein bisschen Brathähnchen und guckst auch den aktuellen Kanal, ne? Und du kannst ja eigentlich auch ein Gericht nehmen, mein liebes Fräulein. Ach Gottchen, da wird sich ja schon umarmt. Das finde ich ja toll. Isst du auch irgendwas? Ach so. Guck ja auch auf den Falschen. So, endlich. So, magst du noch ein bisschen Ausdauerlauf machen? Ah. Ja, auf jeden Fall, wenn die nächsten Kurse beendet sind von Jack. Dann machen wir auf jeden Fall Urlaub. Ich weiß zwar noch nicht, wie ich das mir merken soll, aber das wird hoffentlich machbar sein. Ach du Scheiße. Nee, jetzt warte doch mal. Wie wär's, wenn ihr einen Techtelmechtel habt, hm? So, du gehst schlafen. Da brauchst du kein Glas Wasser trinken. Und du könntest eigentlich eher Fernsehen gucken. Oder Musik hören. Genau, Musik hören. Hm.
So, meine Güte. Die Kleine macht jetzt erstmal ein bisschen Aufräumarbeiten. Und ihr geht jetzt nach oben. Zack, zack. Och, Mann. Techtelmechtel. Dann eben in der Dusche. Da ist der Weg nicht so lang. So. Kümmern wir uns mal um dich. Super. Ist hier irgendwas kaputt? Nö. So, dann kannst du von mir aus noch ein bisschen mit deinen Puppen spielen. Brauchst du eigentlich irgendwas für deine Theater-AG? Moment nicht, ne? Hausaufgaben. So, so, Madame. Wie sieht's denn aus mit Hausaufgaben? Keine Lust oder was? So, schlafen. Und dann gehst du hinterher auch schlafen. So, du müsstest mal aufs Klo vorher. Und dann kannst du auch schlafen. Meine Güte. So, du hast da alles gearbeitet. Super. Irgendwas ist schon wieder kaputt gegangen. Schon wieder die Toilette im Arsch? Nö. Also irgendwie diese Melodien, die sind... Oder ist jetzt das Bett auch, was dann langsam... Ja, genau, das Bett ist es. Super. Bestimmt super angenehm. Aber was will man machen, ne? Ups, jetzt habe ich es sogar mal mitgekriegt. Oh. Aber hier stirbt jetzt keiner, oder? Also es ist ja schon nervig, ne? Und ich glaube, die... Wir müssen unbedingt mal das Bett hier verbessern, aber... Unkaputtbar. Weißt du was, das machst du jetzt einfach mal. Und ihr beide, ihr schlaft einfach hier unten. Warte mal, könnt ihr hierhin mal kommen? Och Mann. Achso, ihr könnt ja sowieso nicht. Dann, meine Lieben, dann müsst ihr leider hier auf der Couch schlafen. Grauenhaft, ja, ich weiß, ich war nicht im Baumodus. Kann doch mal passieren. Auf jeden Fall gucken wir, dass das Bett sich nicht andauernd von alleine einklappt. Weil es ist schon unangenehm, wenn die nicht durchschlafen können. Ne? Weil ich glaube, mit dem Upgrade sollte das eigentlich kein Problem sein, ne? Wenn die Matratzen hätte verbessert, schlafen besser und wachen gut gelaunt auf. Das könnte ich euch auch noch upgraden. Ja, ist es jetzt endlich soweit?
Nö, eigentlich nicht. Okay, gut. Du willst jetzt Hausaufgaben machen, okay, wenn du das machen möchtest. So, du darfst gerne mal mit Puppen spielen. Dann tut sich deine Laune vielleicht auch ein bisschen verbessern. Du hast keinen Bock. Okay. Wieso wollt ihr denn alle Hausaufgaben machen? So, und du kannst dich gerne hier oben jetzt reinlegen, schlafen. Hast du das jetzt eigentlich gemacht mit den Upgrades? Tatsächlich. Anscheinend hat das nicht so lange gedauert. Nee, wieso willst du denn mit der blauen anderen dauern deine Hausaufgaben nur noch länger? Bist du auch noch lange nicht fertig mit deinen Hausaufgaben? Denkst du, ich sehe das nicht? Was machst du denn gerade für Hausaufgaben? Machen für wie sehen Maschinen? Also, ja, toll. Ich bin vielleicht schlau. So, und dann könnt ihr dabei ja Musik hören. Habe ich auch nichts dagegen. Ne? Du hast deine ja hier. So, viel Spaß dabei. Du wirst kein Chaos anstellen, mein Fräulein. Nein! Kannst ja Zusatzhausaufgaben machen, wenn du doch Zeit dafür hast. So, da müsstest du doch eigentlich auch nicht mehr so weit weg sein. Mentalfähigkeit. Ah ja. Das ist doch schlecht, Maus. Die können sich aber auch nie. Nie. Mal was Gescheites kochen. Oder vielleicht was nehmen, was nicht. Ich sehe doch, wenn da Schimmel drauf ist. Aber die anscheinend nicht. Nix. Oh Gott, du hast Unikurs. Und du musst eigentlich zur Schule, Madame. YOLO, genau. YOLO. Wir werden natürlich von zu Hause aus arbeiten.
Mit einem Sim sparen. Weißt du was? Mach das mal. Während ich hier noch etwas verbessern muss. Wirst du heute noch fertig? Ich glaube, das. Och Mann, dann geh schlafen. Nein, nicht auf der Couch. Nein, ihr sollt ein Techtelmechtel hier drin haben. So, du hast Muskelkater, Schmerzen wegen Training. Dann nimm doch ein Bad. Ach nein. Wir gehen natürlich zur Arbeit mit ihr. Und das sind alles in Klamotten, ne? Der geht ja. Ah, der hat auch eine interessante Gangart. Unter Umständen kaufe ich einfach einen Trank, damit er irgendwie wach bleibt, ne? Und welches Level sind wir schon? Naja, es geht. Das ist doch auch schlecht. Oh Mann, dann ess doch wenigstens das. Jetzt reicht's mir aber. Ja, jetzt brauchst du auch nicht mehr essen. Ja, ich weiß, die Sachen stinken, aber dafür tue ich sie ja auch in den Mülleimer. Furchtbar. Aber meine Lieben, auch hier mache ich wieder einen Cut und wir sehen uns in einer neuen Folge. Und bis dahin sage ich Tschüss.